Ne, kein Sattel. Am Arsch, ne? Na gut, immerhin hast du einen. Immerhin, ja, haben wir einen. Hast du jetzt eigentlich einen dieser Bienenstöcke aufgehoben? Bitte? Hast du jetzt eigentlich einen dieser Bienenstöcke aufgehoben? Ja, Bienenstöcke. Na, die wir, also das Hardmode-Item von der Bienentussi? Nö, wieso sollte ich? Nö, dachte nur. Vielleicht wolltest du mal irgendwas mit dicken Bienen machen. Nö, nö, nö. Okay. Das kann rein, das, die Sachen können ja alle rein. Ich heb mal einen auf, weiß nicht. Ja. So. So, haben wir alles? Haben wir alles. Ich hab 5 Platin habe ich. Ich hab jetzt 2. Das wird. Im Sparschwein habe ich auch noch einen. Glaube ich. Ach nee, ich hab alles aus dem Sparschwein rausgeholt, deswegen ist klar. Das macht Sinn. Soll ich nochmal was wiedergeben hier, denn den du mir mal gegeben hattest? Platin? Nö, alles gut. Wir legen ja wenn dann eh zusammen für Sachen, ne? Ich hab auch mehr als genug gerade. So, da hast du es. Ich habe jetzt hier auch 3 Platin, fast 4 Platin drin. Ja. Werden wir nachher auch brauchen. Platin für dich. Wegen der Beschwörerrüstung. Okay. So. Ach ja, stimmt, weil die relativ teuer war. Ja, die musst du ja kaufen von dem Tiki-Mann. Ach ja, stimmt. Wahrscheinlich kann ich mir die Rüstung vom Tiki-Mann früher holen, als wir den blöden Mond machen können. Ja, ist so. So, was ist jetzt der nächste Angriffsplan? Möchten wir die Wand nochmal machen? Ja, komm, warum nicht? Ja, hast du eine Ein Item habe ich noch. Ja, ein Item habe ich noch. Wie hieß die? Wo du. Hier wäre auch noch ein drin. Aber... Du meinst die Puppe? Ja. Ja, die habe ich noch einmal. Okay. Und danach könnten wir ja schon mal wegen Plantera schauen, ne? Ah, ne, ein mechanischer Boss noch. Ah, ja, genau. Das wäre Seele der. Des Tages hier? Also es wäre links. Seele des Lichts, Seele des Lichts habe ich sogar. Ich habe vor welche gefunden, random. Achso. Warte mal. Ich war noch, als ich die Bienenkönigin gefarmt bin, lagen auf einmal 3 Seelen. Warum ich glaube, es wird gerade erst Tag. Das ist, Ah, ja. Ist egal. Machen wir jetzt erstmal den. Ich glaube, Plantera können wir aber schon nach dem ersten Boss machen. Also nach dem ersten mechanischen. Aber ich weiß nicht genau. So. Bist du froh, dass du das Herz los bist? Das Herz? Ja, auf jeden Fall. Das fand ich echt eklig. So. Ich schmeiße. Ich bin noch nicht unten. Oh, ach so. Oh. Ja, ist egal. Bin ja gleich da. Wir sind auch noch nicht in einem Team. Rosa, ne? Ja, Rosa. Da. Guck mal. Siehst du jetzt auch, wie weit ich weg bin? Kommen wir zum Abstauben. Die hat nur halb so viel Leben wie die Wand hier. Das Schwert. Schade. Hast du schon? Ja, ich glaube ja. Ja. Wir müssen warten, bis Brandon zurück ist. Oder Cole oder wie auch immer er heißt. Das ist der Geist, der immer stirbt dann? Ja. Ah, jetzt hast du einfach begriffen, richtig. Und die Dämonen haben auch rot. So, und dann jetzt Rufax. Das kannst du auch kriegen als Zauberer. Aua, aua, aua. Was denn? Das ist Hardmode, ne? Deswegen sind die rot. Ja, aber das war aber nicht rot. Es kann sogar sein, dass manche Sachen erst spawnen, nachdem man mechanische gekillt hat und so. Alter, wieso hab ich nur 17 Leben? Halt ich mal. Hab ich doch. Also, kann Cooldown. Okay. Ja gut, Plantera hast du gesagt, ne? Ne, achso, Holland. Lol, er ist schon wieder da. Soll ich? Da ist nach links dann, oder? Und dann von da aus. Ja gut, dann so. So. Hier ist links. Ich wünschte, ich würde schneller regenerieren. Ja, halt ich doch eben schnell. Wie denn?
Ja, wenn der kein... Trank gleich. Ja. Vielleicht sollten wir einfach irgendwo hier so ein Hohnbecken machen. So, der Feind, ne? New Record! Geil, bestimmt. Ja, fuck. Oh fuck, weg. So. Alles gut. Automatik-Sturmwaffe, das ist ja doof. Ich hab leider schon eine bessere, glaube ich. Ach man. Gib mal trotzdem mal kurz her. Kann ich mal schießen damit? Oder hattest du auch schon Muni? Ich schieße immer drei, siehst du? Okay, Salven. Ist gar nicht schlecht eigentlich, ne? Weil gerade Anfang des neuen Tages ist, das spawnen die NPC immer nach. Ah, wenn halt er der Einzige ist, weißt du? Dann. Okay. Also Seelen der Nacht brauchst du nicht, brauchen wir nicht, hast du gesagt? Hä? Lol. Ja, ist schon wieder da. Alles gut. Links ist der Dschungel, ne? Von hier aus? Ich wollte auch eben Fetisch suchen. Achso. Was für ein Ding? Fetisch nochmal? Achso. Oh, ich habe einen Magmastein. Hm. Okay, richtet beim Material, richtet beim Angriff Feuerschaden. Ah ja, das kann man für. Dann machen deine Angriffe irgendwie mit Schwertern oder so Feuerschaden. Kann man auch kombinieren mit anderen Sachen. Wo ist denn hier Holy? Hallo, da? Eine Seele haben wir, reicht das nicht? Hast du noch eine? Okay. Drei haben wir. Drei Seelen des Tages. Also, ich dachte nur, sicherheitshalber. Wir brauchen das auch noch später für andere Sachen theoretisch. Wenn irgendwas, wenn wir was haben wollen, aber voll gut. Ich würde es eigentlich nochmal einen versuchen, wo wir gerade der Fall führen. Ja, kann man machen. Müssen die halt jetzt irgendwie spawnen, ne? Wer war das? Granitgolem. Von den Granitbereichen über uns. Ach hier ist Hollow, siehst du. Direkt neben dem Dschungel. Kann man Kristalle holen, was Munition, also was richtig gute Munition macht für mich. Fuck. Alter, mach nicht einen Schaden. Oh. Nicht wahr? Ich hab gar nicht mein Leben geachtet. Dass deine Spinne noch da ist. Kann ich das noch zu dir porten? Noch? Nee, ich glaube nicht mehr, ne? Nee. Ah, okay. Ja, gut. Ja gut, dann jetzt Dschungel, oder? Nicht den. Achso, wir müssen eh nachts bis nachts warten, ne? Wegen dem Typen. Ja. Na gut. Dschungel war. Ja. Dafür hätte ich wahrscheinlich sonst so dieses Cheat-Sheet genutzt. Ist was? Naja, so durch Begrenzung zur Tageszeit oder so. Oder. Aber so, naja, ist besser ja, ohne. Nö. Schön authentisch bleiben hier. Naja. Ist gut, dass du mich davon abhältst. Sagen wir so. Dieser Pudding ist. Theoretisch müsste ich jetzt auch schneller sein, weil ich die Schuhe ja verbessert habe, ne? Mal gucken. Weiß ich nicht. Mein Skorpion. Fühlt sich irgendwie nicht so richtig so an. Jetzt und die Wolke, weil du ein bisschen buff nicht mehr beim Springen hast. Ach, unser Tiki-Meister ist ja gestorben. Woran? Der ist jetzt verreckt, als wir hier drin waren, bevor wir rausgegangen sind, weil du den ausgesperrt hast hier. Da konnte er nicht mehr ins Haus rein. Okay. Haben wir den neuen Tiki-Meister? Geh mal raus. Wir haben neun. Ja. Geh mal raus, ich will die Tür dann zumauern. So. Dann kommt der auch nicht mehr raus. Kommen wir auch nicht mehr rein, oder? Wir können von unten daneben mit ihm reden. Achso. Können wir auch noch zumauern, meinetwegen. Alles gut. Mal kurz einmal. Das
zwar eben einmal mit den Typen da reinspawnen, dann aber nochmal hingehen. Vielleicht geht's ja jetzt mit den Flügeln. Oh, eine Schildkröte. Ja, schade. Diese zornigen Dinger meinst du? Ah, okay. Die, ja. Die haben das gedroppt anscheinend, die Uzi. Die ist ziemlich gut. Ja. Wenn du noch eine Fernkampfwaffe brauchst für Plantera jetzt oder so? Ja, ja, die ist gut. Okay. Da ist jetzt da. Nee, noch nicht. Ich kann sie nochmal fragen, was sie so hat. Die will ach, nicht sie rein. Das Partygirl ist sie. Der geht da nicht rein. Ja, es ist meistens dann morgens, glaube ich, oder so. Weiß nicht genau. Ja. Ja, gut. Ich habe schon wieder vergessen, Zelt zu machen. Alter. Bin so dumm. Wo müssen wir jetzt hin? Wo möchtest du hin? Also Plantera, ja? Ja, okay. Okay, wenn du eine rote Knospe siehst, dann nicht abbauen. Das ist Plantera zum Spawnen. Aber so eine suchen wir. Und da müssen wir noch einen Platz für eine Arena finden in der Nähe. Und wir müssen Schildkröten töten, wenn wir können. Ich brauche, weiß nicht, mindestens 3 Schuppen von denen. Ich habe schon mal voll viele von denen getötet. Kann sein, dass ich schon Schuppen eingelagert habe, weiß ich nicht. Oh ja, gucken. Ich weiß noch, dass die. Also, dass man da immer hinterher war irgendwie. Ah, diese Lebens- du hast einen Miniboss gefunden. Mossra. Ah. Sozusagen. Ah, die schon mal getötet. Von denen kommen dann die. Die Flügel für die Mottenflügel, ja. Also, damit kann man so Wings herstellen. Geh mal hier nach rechts, glaube ich, gleich. Hm? Da oben links ist eine rote Blume. Hm, echt? Hm. Nee, nicht. Sieht so aus. Keine Ahnung. Oben rechts? Links. Hier links, das Ding da. Nicht das hier? Nee. Das ist so rosa. So ein... ist auch nicht ausgebleitet, sondern es ist nur die Knospe, so. Diese. Hm. Okay. Wenn du es siehst, weißt du es. Also... eigentlich. Kein riesiges Gebiet gesehen hier irgendwie. Es kann auch sein, dass das noch nicht da ist, weil wir den dritten mechanisch noch nicht gekillt haben. Ich weiß nicht mehr, wie es genau war. Stimmt. Wir könnten ja, das muss sein. Das würde Sinn ergeben. Ich meine, ich habe auch was gelesen davon, dass man das Herausforderung ist. Du warst ja auch eine Weile schon hier drin, hast du gesagt. Und da hast du... Oh, hier, Jojo. Handschuh? Ja, Jojo-Handschuh. Habe ich. Und Format C, was auch besser ist als deins, glaube ich. Nehm's mal mit, ne? Ja. Und ein lila Gegengewicht. Ja, das ist egal. Er hat schon ein Gegengewicht. Kann man die nachher zusammen machen oder sowas? Ein krasser Mana-Trank. Ja. Man kann das nachher zusammen machen irgendwie. Steht da Material auch dran, ne? Ja. Das ist dann so eine Jojo-Set quasi. Keine Ahnung. Lol, was? Bist du sicher, dass du Plantera nicht schon gekillt hast? Ja, wieso? Weil hier ist so lila Chlorophyll. Ich kann sie nicht gekillt haben. Also, ich hab komm mal her mit deiner Spitzhacke. Weiteren Lust gemacht. Soll ich machen? Komm mal her mit deiner Spitzhacke. Nochmal zurück. Ja, Mensch. So Zeug. Ich hab einen Flossentrank bekommen. Cool. Vielleicht zählt die Welt als solches. Aber trotzdem müssen wir die. Komisch. So, wo soll ich jetzt hin? Hier, das grüne Zeug hier links oben. Abbauen. Geht erst, wenn wir Plantera haben. Okay, gut. Gut zu wissen. Das ist dann das nächste Erz. Schildkrötenpanzer. Yay. Yeah. Ich habe Material für Magier auch noch gefunden. Du bist ein Herz, du bist ein Herz. Wo? Wo oben? Links? Rechts?
links. Achso, hast du Dings Trank an? Nee, gerade zufällig gesehen, weil das sogar im ganzen Zimmer ausgeleuchtet war. Achso. Cool. Ja, dann suchen wir umsonst ein bisschen. Aber es ist gar nicht so schlecht, wenn wir sowas ausleuchten. Zurück. Ja, müssen wir auf Nacht warten halt, ne? Hätte ich gesagt. Ja, gut. Schmeiß ich noch einen Bergbautrank rein. Oh, ja, Herz. Eine Kiste. Und richtig viele von diesem grünen Erz, was du gerade meintest. Ja, die wachsen. Um dem Schlamm drumherum. Man kann später auch so ein eine Farm damit richtig machen. Ich bin jetzt ein Bulldozer. Cool. Ich Titel gerade irgendwie bekommen, also den Erfolg. Bulldozer. Ein schwachsinniger Erfolg. Oh, das war ein Herz. Nice. Moment. Boah, ich muss mal kurz was googeln hier. Chlorophyll. Bleibt mal in der Nähe von so einem grünen Ding. Wir können es von den Hollowed Bars, können wir uns da auch eine Spitzhacke herstellen, ne? Von den Heilig. Ja, sie sind genug, also. Heilig das. Die Spitzhacke, irgendwas fehlt uns dafür anscheinend. Da kannst du auch bei Dings nachgucken, bei Brandon. Ich bin blöd. Anscheinend heißen die irgendwie anders. Geheiligter. Ja, die heißt anscheinend nicht Spitzhacke. Deswegen. Achso. Die heißt irgendwie Hamax oder so. Barren. Haben wir denn noch Barren davon? Ja, sollten wir noch haben eigentlich. Außer du hast alle verbraucht. Da. Nehme ich die mal und frag mal Brandon. Welche Seelen wir verbrauchen, was das irgendwie. Wie heißt es? Wir brauchen eine Spitzhackenaxt. Aha. Warum hat er die eben nicht gefunden? Das ist ein gemischtes Ding. Ja. Oh, cool. Machen wir gleich zwei davon, wenn du kannst. Ich kann eine machen und dir geben. Mir ist egal. Ich hab. Ja, wieso? Wir können noch zwei machen. Machen wir zwei. Ich hab eine Hammeraxt. Die finde ich besser. Achso. Ja, aber mit der kannst du ja kein Dings abbauen. Ja, das stimmt. Da brauchen wir noch, also wir müssen jetzt noch den anderen mechanischen Boss machen und dann können wir das machen. Dann können wir die erst herstellen, weil wir die Seelen von dem brauchen. Für eine Spitzhacke, das muss auf jeden Fall sein dann. Okay. Gut, also kannst du schon mal zurückkommen? Hast du schon genug Zeug von dem hergestellt? Von was? Also genug Beschwörungs-Items? Nee, ich habe noch gar nichts davon hergestellt. Sollst du das jetzt zuerst tun, oder? Ja, kann ich gleich machen. Fuck, den wollte ich nicht. Wird's ja schon dunkel? Es wird schon dunkel, ja. Aber es ist auch gerade bewölkt, deswegen sieht man es nicht so ganz klar. Oh, WTF. Oh, Jackpot. Okay, wir sind ausgemaxt. Also wir können nur einen Schädel herstellen. Ja. Also nur einmal Holy Seelen. Aber wir haben einen. Sollte ja genug sein, hoffentlich. Womit hast du ausgemaxt? Wir sind vom Leben ausgemaxt. Ich habe jetzt gerade wie 6 Herzen Echt? Wir brauchen. Also ich brauche noch 2. Ja, ich auch. Ich brauche 2, ja doch. Aber dann. Hat Sepp auch. Ein bisschen was von Sepp, genau. Ja. Für die Extraherzen braucht man dann nichts mehr davon, ne? Nee, davon dann nicht mehr. Dann benutzt man was Neues. Zurück. So. Kommen wir eben hier raus.
Schmeiß mal hin, ja. Ich habe sogar 10 gefunden. Insgesamt. Oh mein Ey. Okay. Ich danke dir. Oh. Yay! Max, nice. Bist du soweit? Heil dich mal vor. Ja, Moment. Ja, im Vollheilen und... Legen wahrscheinlich, ne? Ich finde es schön, wie hier das immer weiter mit Grabstein gepflastert wird. So, die sollten wir auch nicht abbauen, glaube ich. Echt? Hm? Okay. Ich mache meine regelmäßig weg. Ja, ich finde es irgendwie lustig. Okay. Ja, kann losgehen. Gut, ich mache. Kommst du runter, oder? Ja. Das ist so dummer Arm. Mein Cursor ist übrigens auch noch nicht umgestellt. Das fällt immer nur bei diesen Kämpfen auf. Ey, mit 400 Leben ist das schon viel angenehmer, ne? Ja. Wenn wir übrigens auf festem Boden wären, dann würden uns die Bomben zerreißen. Ein bisschen. Die erwürgt die ganze Zeit. Alter, der lebt ganz schön lang. Ah, lass das nochmal. Ding. Ich denke mal dran, dass ich auch chargen kann. Ausweichen. Die Richtung ganz schnell wechseln und so. Ach man, ich hab mein Ding zu früh vergessen. Oh, ich bin tot. Shit. Hätte ich dich jetzt hochgeworfen zum Heilen. Ach, der kommt direkt zu dir hoch, ne? Ich bin tot. Ja, alles gut. Ist klar, ich wollte nur nicht verrecken aus Versehen oder so. Ich schon so viel Damage, so viel Schaden mehr machen, kann ich das sofort. Ach, ich darf's noch. Alles gleich weg. Na komm. Ich hätte jetzt nicht wahrscheinlich Trank nehmen müssen, oder? Doch, hätte ich. Sicher ist sicher. Seele da oben. Ah, 29, okay. So, dann speichere ich die mal ein und mache direkt eine Spitzhacke. Kann ich hier kurz mal auf Toilette gehen? Oder mach ich zwei Spitzhacken? Ja, ne? Ist besser. Mach zwei. Da. Doch. Sehr schön.
Yippie. Kann die hier weg. Und das auch erstmal. Cool. So, wieder da. Ich hab dir die schon zugeworfen. Ah, cool. Ah, da. Mhm. Oh, nett. Ich habe natürlich bessere behalten. Und nett von dir. Ja, wie halt immer. Meine hat mehr Schaden und mehr Rückstoß oder so. Das ist sehr gut. Mhm. Weil wir auf Spitzhacke für Schaden Rückstoß brauchen. Ja. Jetzt gehen wir in den Dschungel, ne? Achso, ja. Hallo Tiki-Mann. Das Tiki-Totem hast du aber noch nicht geholt, wa? Bei ihm mal als das Pet. Nee. Okay. Ist ja, also tut ja auch nicht Not. Ich wollte nur fragen. Ist ja so hart gefahren. Also so hart war das gar nicht. War ein bisschen was. Ja, stimmt. Gut hätte. Wir haben wirklich relativ viel Geld gemacht mit der Bienenkönigin da. Ja. In, ja, wenig Outward. Jetzt auch noch Beschwörer, wäre dann hinten gar nichts mehr machen müssen. So ungefähr. Hm. So. Aber es ist gut, wenn ich was anderes mache. Dann streiten wir nicht um, uns um die Rüstung. Ich will das zuerst, also. Wir machen sowieso gefühlt alles immer doppelt und dreifach. Ja. Ah. Oh, beim Tiki-Mann kann man noch was kaufen. Oh, wie viel? Man kann seine Waffe verzaubern sozusagen mit einem negativen Debuff dann, der, wenn du triffst. Zum Beispiel 20 Rüstung runternehmen beim Gegner. Okay. Das wäre eine Sache, die ich machen müsste, glaube ich, nochmal. Dafür muss ich aus dem Kakpidom da irgendwie Eco holen. Das dann auf so Sachen draufschmieren und dann hält das 20 Minuten oder sowas. Also es hält auch relativ lange im Vergleich zu anderen Tränken. Dafür muss ich so eine... Kannst du mit dem Tiki mal gucken, wenn du da vorbeikommst? Ne, du stehst da noch. Ne, du bist unterwegs, genau. Ich glaube, der hat so eine Station dafür, so eine Fiolenstation. Wie es heißt? Ja, Tränkestation, ja. Ja, genau. Kannst du die mitnehmen? Kostet die viel? Ja. Mit Sicherheit nicht. Okay. Ist denn hier irgendwo ein großer Bereich, wo man hätte schon mal kämpfen können? Hm. Achso, ab jetzt im Dschungel gibt es dann, ich weiß nicht, es müsste schon vor Plantera sein, gibt es neue Herzen. Nur im Dschungel. Hm. Das sind jetzt diese Sonderherzen. Der Dschungel ist jetzt gerade unser Dungeon für die nächste Zeit gerade. Okay. Genau, das sind die Sonderherzen. Dass man dann auf 500 kommt. Tiki-Totem und Tränkungsstation. Gold, süß. Hm. Au.
den Innerwald irgendwie mit Dreck oder sowas. Ich habe eine Grasfaserangel gefunden. Okay. In so einem Untergrund Baumtruhe da. Handelsreisende. Mhm. Hier, oh, Chlorophyll. Yeah, Grünalgenerz zu Deutsch. Chlorophyll im Englischen, glaube ich. Hm. Wie schnell Kobalt obsolet geworden ist. Ja, das ist, ja. Das Zinn der neuen Generation sozusagen. Alles wird hier wie super schnell ausgetauscht. Also mit dem Zeug sind wir jetzt eine Weile dann unterwegs, glaube ich. Ein bisschen. Also mit Chlorophyll-Zeug. Liegt immer random eine Seele des Lichts rum. Interessant. Nice. Ist ja auch das Lichtbiom links neben dem Dschungel direkt. Und das breitet sich auch aus. Also ich kriege hier auch Seele des Lichts. Cool. Also die Licht- und Corruption-Biome, die breiten sich momentan aus im Hard-Mode. Ne? Also. Okay. Ah ja, stimmt, dafür kannst du mit der Dings reden. Genau, und Sonnenblumen helfen dagegen. Also an der Oberfläche, wenn du da welche hinpflanzt. Okay. Versteckte Funktion, würde man hierauf kommen, so ungefähr, ne? Hm. Da ist ein Herz. Ich habe eins gefunden. Eins. Lebensfrucht. Achso. Ja. Erhöht das Leben um 5. Also ist nicht viel, was jedes Herz bringt, im Gegensatz zu dem, was wir vorher gekriegt haben. Ja gut, aber du brauchst halt auch nicht ansatzweise so viel, ne? Oh mein Gott. Hier ist ein Pilzbiom, das ist so gut. Ich überlege die ganze Zeit, auf was ich denn jetzt gehen will. Auf Tank oder Fernkampf müsste ich tatsächlich mich mit den Pilzen beschäftigen. Aber das ist irgendwie so eine Farmarbeit. Ich brauche über 100 Pilze irgendwie. Diesen blühenden Pilze. Den einen NPC noch. Achso, dann brauchst du die krasse Tankrüstung machen. Ne, das ist die Fernkampfrüstung. Achso. Weiß nicht, ob ich die will halt. Naja, Grünalgenerz. Dann brauchen wir wahrscheinlich auch wieder ganz viel, ne? Ja. Ich. Wir sollten uns eine magische Rüstung auf jeden Fall machen. Das ist nach Plantera erst, aber das erfordert auch Grünalgenerz. Also das Grünalgenerz benutzen wir jetzt, also entweder um jetzt eine Rüstung herzustellen, vor Plantera noch. Wobei ja. Ich die jetzt nicht brauche, weiß nicht. Ich brauche auf gar keinen Fall eine. Also, das ist eine Allround-Rüstung sozusagen. So eine Verteidigung ein bisschen gut. Was sind denn so gelbe Herzblumen? Das ist das. So. Erweiterung. Hm. Hast du auch einer gefunden? Ja. Was? Wo kriege ich Schaden her? Ah, eine Biene. Ja, toll. Hm. Ich finde das super, dass wir hier gerade diese Seelen kriegen, nebenbei. Hm, ich sollte mir nicht zu schaden sein, den Hai zu benutzen, auch wenn der Munition kostet. Wenig. Also. Hey, Blumenstiefel. Schon wieder? Hm. Ja, du machst Beschwörerrüstung, ne? Ja. Ja, auf jeden Fall. Okay, dann mache ich die magische Rüstung dann. Brauche ich aus dem Dungeon noch ein bisschen Zeug dann später. Ne, wenn du die brauchst. Ja, nach Plantera dann. Okay. Hm. Ich ja ganz gerne wüsste, wo ich eigentlich Buffs für meine Pets herkriege. Man kann die auch wohl irgendwie machen. Es gibt doch wohl Buff-Items. Aber. Du meinst so Accessories? Nee, wohl so richtige Buffs. Also quasi. Dass du irgendwas benutzt und dann halt buffen kannst. Ich weiß nicht, also wie den Tisch? Ja, so ist eine Art. Aber halt sowas? Für unterwegs wohl. Keine Ahnung. Achso. Einen Trank gibt's, aber nur magischer Schaden einfach stumpf, was ja auch Pets sind. Hm.
Ich habe hier einen Herzcontainer gefunden, normal. Ich habe auch gerade schon einen normalen gefunden, zwei sogar schon. Wieder. Ja, ne? Ja, dieser Trank ist halt super geil eigentlich. Warte, du brauchst grüne Pilze, hast du da Leuchtpilze? Ja, leuchtende Pilze. Also die sind blau, ne? Also. Blau? Ja. Blau-grüner Pilz. Achso, nee, das sind so, die gibt's ganz oft. Das sind so diese blauen Biome in der Gegend hier. Okay. Also hier rechts von mir ist eins, aber wo bist du eigentlich da? Hm. Ja. Ich sammle dir dein grünes Erz. Gut. Achso, mein grünes Erz? Brauch, naja. Ja. Brauchst du das gar nicht? Ich überlege gerade die ganze Zeit. Ich weiß es nicht. Hm. Kann so viel Rüstung damit herstellen, aber Beschwöre halt nicht. Ja, eben. Hm. Na, dumm. Tio hat den 100. Hornisse besiegt. Super, ne? Hm? Geiler Deutsch halt. Ansonsten ist die Übersetzung ja brauchbar auf jeden Fall. Kann man sich ja eigentlich nicht so richtig beschweren. Achso, ja. Für jetzt wären tatsächlich diese Tränke gut. Ich habe mich dran gedacht jetzt. Jetzt hast du die meisten ja eh mit, ne? Ich habe einige auf jeden Fall mit, ja. Ja, dann reicht. Sollte ich dir eigentlich folgen und du sagst mir an, wohin? Also, ich glaube, das wäre klüger. Aber aufteilen wegen Herzen ist auch nicht schlecht. Hm. Apropos. Hast du mal seine Lebensfrucht benutzt? Noch nicht. Achso. Es gab damals auch ganz viele Bugs irgendwie, wenn man die benutzt hat, bevor man Max-HP hatte. Ach, lol. Hm. Gelbe Herzen, ne? Ja. Hm. Aber nicht 2000. Bei mir ist ein fliegendes Schwert. Cool. Töten. Das kommt aus dem Hollow-Biom da. Okay. Das Ding. Warte. Ich hab's gefunden, glaube ich. Ja, ich hab die Blume. Links unten in meinem Bildschirm, wenn du. Ich mache jetzt erstmal nur frei und danach brauche ich Arena und da oben links ist genug Platz, glaube ich. Über uns halt. Ich habe ein bisschen Schiss vor Plantera, ehrlich gesagt. Wieso? Hm. Okay. So schlimm. Ein bisschen. Aber wenn man den halt tot hat, den Boss, dann ist halt super, ne? Ist die Welt so viel offener? Ein bisschen. Soll ich jetzt hier irgendwas machen? Hier noch nicht, erstmal. Möchtest du hier bleiben? Raus. Vielleicht sonst despawnt sie, aber. Außerdem kannst du mal recken. Zu lange. Achso, ich soll eben hier warten, sagst du, okay. Ja, kannst du, musst du nicht. So, okay. Ja, dann kann ich machen. Problem. Mit dem grünen Erz kann man auch Kugeln herstellen, die zielverfolgend sind. Hm. Aber ja, wenn ich jetzt eh bald umsteige, ist das ja egal. Bald. Hm. Aufgetroffen zu werden, böser Charakter. Es könnte sein, dass das nicht genug Platz ist. Hm. Platz machen. Wir sind ja noch in der Reichweite, die sollte nicht despawnen oder so, eigentlich. Achso, wenn man da weggeht, dann. Nein, despawnen. Nicht unbedingt. Ich weiß nicht. Sicherheitshalber. Ich einfach da stehen. Ja, ja, ich muss da stehen. Nee. Sollen wir uns da vielleicht gleich ein Zelt holen? Ja. Es kostet Seide und. Irgendwas. Hm? Sollten wir alles haben oder nicht? Ja. Müssen wir nur mal. Seite kurz machen, aber
Webstuhl ist ja eingespeichert in dem Ding. Leicht außerhalb machen das mit dem Zelt irgendwie. Machst du das dann gleich oder willst du? Das Zelt holen? Kann ich machen. Ja. Weißt du, was ich jetzt vorne noch mache? Die Cursor-Farm auf knallegrün machen oder so. Was machst du? Die Cursor-Farbe mache ich jetzt gleich noch auf grün. Ah. Irgendwie haben wir das nicht richtig gemacht. Was denn? Ah, okay. Die Dings verändern sich nochmal. Das Event, was wir da gemacht haben. Und zwar richtig hardcore. Welches meinst du? Eternia? Also hier. Ja, genau. Es ändert sich nach dem mechanischen Boss nochmal richtig. Ach so, cool. Ach so. Da kriegen wir zum Beispiel Drachenflügel her. Oh. Okay. So, ich habe jetzt immer nach rechts oben noch aufgemacht, weil da oben ist noch so ein riesiger leerer Raum. Theoretisch kann man da weiterkämpfen, wenn die doch zu dicht wird. Okay. Weil die gut. Flügel verhältnismäßig schlecht sind. Ja, jetzt stehe ich hier wache kurz, meinetwegen. Okay, dann gehe ich eben zurück. Zelt und so, ne? Genau. Oh, es regnet. Zelt. Achso. Wie macht man das denn? Du musst Seide haben. Kannst ja generell erstmal ein bisschen Seide herstellen. Erstmal das Zelt. Und dann Holz ist drin, glaube ich, eingespeichert. Hast du das Tent oder? Zelt, ja, glaube ich? Tent. Ja. Nee, nee, Tent. Ah, weil es Mod und Englisch, ne? Du brauchst kein Ding, du aber nur Seid, einfach nur Spinnennetz dafür. Achso, 30 Spinnennetz. Ja, es gibt noch ein anderes Zelt dann, okay. Was soll ich denn jetzt machen? Mach einfach das, was du da kannst. Okay. Ich habe ein Besoar gefunden. Für immun gegen Gift. Das ist gut. Das ist einer der Sachen, die man braucht. Für den Dings da. Und ein schillernder Ziegel. Okay. Habe ich. Au. Okay. Vielleicht links daneben in dem Raum oder so? Links neben den Stelzen oder? Okay. Irgendwie so dachte ich jetzt, da links irgendwo daneben. Da würden wir kämpfen, wo du gerade bist. Genau. Ja, und hier und irgendwo. Da so irgendwo. Hm? Soll ich es einfach hier hinstellen, einfach nur, oder was? Hm. Oder ist einmauern? Dann müssen wir es ja noch. Nee, nicht einmauern. Müssen wir es ja auch noch anklicken, ne? Nee. Kannst ja mal gucken, ob es einfach funktioniert. Geht's? Brauch mehr Fläche vielleicht? Ja, warte. Oder nur für die Oberfläche gemacht oder so ein Shit? So, da. Ja. Temporary Spawn Point Set. Oh, sogar nur temporär. Na, wenn wir es abbauen, dann spawnen wir wieder Mitte, denke ich. Okay. Okay. Soll ich dann jetzt starten? Muss ja, ich danach zum Zelt hechten? Willst du nicht auch erstmal das okay. Zelt? Gut, dann tauschen. Ja. Warte.
Ja. Bin gespannt, wie das funktioniert. Okay. Mit dem Zelt meine ich. Von mir aus kannst du dann abbauen und dann nach oben kommen. Ja. Hätte mir vielleicht Buffs wollen sollen. Ja. Da ist sie rechts. Das ist sie? Krümel! Ey, du Penner! Das mit dem Mausgefällt schon besser. Sieht jetzt noch ganz einfach aus, ne? Ja, sehr mehrere Farben. Eine noch, ja. Wir sollten uns jetzt vielleicht nach rechts oben zurückziehen. Das spawnt ja immer mehr Kugeln, Sporen, die hier dann... Fuck. Boah, ich bin echt tot. Ich komme gleich wieder runter, glaube ich. Hoffentlich. Ne, sie will aber gerade meinen Weg versperren hier. Hoppala. Oh, fuck. Ja, da hat sie mich. Nicht sterben. Das ist einfacher gesagt als getan. Biene. Krümel! Nein! Sekunden. Ist sie jetzt weg? Die haut jetzt gerade ab. Ah, ist aber noch nicht. Jetzt ist sie weg. Ja. Die erste Phase ist noch einfacher. Oh Mann. Mist. Ja, ich sollte mit Wasser, mit Buffs arbeiten, sollte mit Zeug holen. Ja. Das war jetzt blöd. Also nicht nur Buffs, also so. Ja. Na ja, gut. Ist das Zelt ab? Soll ich? Ja. Ist jetzt wieder da? Wir können jetzt noch so eine Blume suchen in der Nähe. Ja, die kann man auch häufiger machen eigentlich. Wenn man halt so eine Blume findet. Ja. Ich hab ein neues ab. Ich hab gerade irgendeine random Jojo Drop bekommen. Also cool. Mal ganz kurz. Moment. Nee, der Mimic. Komm her. Sternumhang, yay. Yeah. Was passiert da? Nein. Nein. Okay.
Lalalalala. Hm, auf den seine Katze nicht nur im Real Life erledigt hat. auch im Real Life erledigt hat. So rum. Hm. Wie schön das ist, wenn man jetzt so schnell weghackt hier, die Sachen. Macht das gleich viel mehr Spaß. So. Brauchen wir verdächtig lang. Die Katze ihm irgendwas umgeschmissen hat oder so. Wahrscheinlich. Geh mal von aus. Dass jetzt irgendwie irgendwas verteilt wurde. Irgendeine Flüssigkeit. Also auch mal getrunken hat. Kaffee theoretisch, ne? Hm. Terra so knapp nicht geschafft, ey. Hm. So eine dämliche Katze, ey. Was hast du denn angestellt? Ich hatte da. Hatte. Du hattest? So einen Trinkbrunnen stehen. Von denen. Und der hat er gerade auseinandergenommen. Und komplett das Wasser runterverteilt. Oh. Ist jetzt weggewischt, ja? Ja, muss den Handtücher und dann war das doch recht voll noch. Jetzt bereiten wir uns einfach besser vor und machen Plantera nochmal, oder was? Ja. Okay. Ja, ich muss mal jetzt anfangen, mit Ruffs zu arbeiten. Ja, zum Beispiel das Ding, was ich meinte, dass ich 20 Death wegmache vom Gegner. Ja. Wir sollten auf jeden Fall die Arena ein bisschen anders. Meinst du? Links und rechts ein bisschen Platz hat, sich aufzuteilen. Das ist halt nicht immer nur ein. Wir sind gerade halt sehr oft irgendwie in dieselbe Richtung gesprungen. Und dadurch hat es halt extrem viel Schaden gegeben, einfach. Ja. Mach ruhig. Willst du den jetzt hier? Hast du denn schon eine Blume gefunden? Nee, aber die spawnen ja nicht im luftleeren Raum, sondern die spawnen irgendwo in der Nähe einfach. Also irgendwo. Also, die können irgendwo in der Nähe auftauchen, wenn du hin und her läufst die ganze Zeit, theoretisch. Achso, das heißt, die sind automatisch dann wieder irgendwann hier. Die sind irgendwo da noch, ja. Ich habe auch keine gesehen jetzt, aber.